Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fyrus und ich begrüße Sie zur zweiten Episode von All That Remains Hunger Games Season 1. In dieser Episode geht es um meine persönlichen MVPs, die Überlebenden und meine persönlichen Lieblings-Pokémon von meiner Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge, die vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist. So, gehen wir mal die Distrikte durch. In Distrikt 1 haben wir die Distrikte Überlebenden. Silgar und Ivo. In Distrikt 2 haben wir den Oldschool-Distrikt, die beiden ältesten Teammitglieder, die am Ende noch gelebt haben, nämlich Anna und Kara. Distrikt 3 haben wir den Died Too Soon-Distrikt mit Yogi dem Zwirrlicht und Crab dem Panikon. In Distrikt 4 haben wir den leider verstorbene MVPs-Distrikt mit Karl dem Giflor und Chris dem Azumarill. In Distrikt 5 haben wir den Happy Friendly Family District mit Ray dem Seemops und Lily dem Walreiser. In Distrikt 6 haben wir den tote Pokémon, deren Tod mich nicht wirklich mitgenommen haben, weil sie useless waren, District mit Jakob dem Golking und Vegeta dem Lorblatt. In Distrikt 7 haben wir den Pokémon, die einzelne Glanzmomente hatten, aber nie wirklich einen Durchbruch erzielten, mit Fra dem Brazov und Brody dem Ivitak. In Distrikt 8 haben wir Air Force Juan mit Tender dem Staraptor und Hanna dem X-Bat. In Distrikt 9 haben wir den Kampf-Pokémon, die eigentlich hätten länger überleben müssen, Distrikt mit Yoshi dem Panferno und Princess dem Scaraborn. In Distrikt 10 haben wir den Drachen-Distrikt mit Chomper dem Libeldra und Wendy dem Brutalanda. In Distrikt 11 haben wir den Katzen-Distrikt mit Pichi dem Mauzi und Catherine dem Schnurrgarst. Und in Distrikt 12 haben wir den Distrikt Pokémon, von denen ich dachte, sie würden mehr tun, die am Ende aber nichts gebracht haben. Distrikt mit Gabe und Pheron. Ihr kennt nun die Teilnehmer. Also, fangen wir an. As the tributes stand on the podiums, the horn sounds. Wendy snatches a bottle of alcohol and a rag. Karl throws a knife into Vegeta's head. Und Karl beweist schon wieder, er ist ein MVP und tötet das nutzlose Piece of Shit, welches Vegeta war. Okay, Yoshi rips a maze out of Hannah's hand. Fra runs away from the cornucopia. Kara runs away. Ray runs away. Gabe retrieves a trident from inside the cornucopia. Chomper rips a maze out of Chris's hands. Lily runs away. Ferron runs away. Jakob runs away. Ivo grabs a backpack, not realizing it is empty. Pichi runs away. Anna runs away. Yogi rennt weg. Silga rennt weg. Princess rennt weg. Die rennen alle weg. Pussys. Okay. Tag Nummer 1. Fra tries to spear fish with a trident. Kara discovers a cave. Chomper receives an explosive from an unknown sponsor. Ferron makes a wooden spear. Ivo, Yoshi, Crab, Ray and Pichy hunt for the tributes. Silgar receives medical supplies from an unknown sponsor. Tender and Yogi track down and kill Princess. Oh, ich glaube, Tender und Yogi haben erkannt, dass ein Scaraborn eine große Belastung sein könnte in einem Kampfgebiet, das einen Wald darstellen soll. Anna overhears Wendy and Lily talking in the distance. Gabe, Brody, Chris, Carl and Catherine hunt for the tributes. Das sind zwei große Teams. Jacob and Hannah hunt for the tributes. Zwei Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören, für Vegeta und Princess. Nacht des ersten Tages. Crab stays awake all night. Chris, Anna and Yogi sleep in shifts. Ivo, Kara, Ray and Tender tell each other ghost stories to lighten the mood. Brody convinces Catherine to not kill him, only to kill her instead. Brody, du Fiend! Es tut mir leid, Catherine, du wurdest hintergangen. Pichy, Jakob, Chomper and Silgar sleep in shifts. Yoshi and Carl run into each other and decide a truce for the night. Hannah receives an explosive from an unknown sponsor.
Pharaon thinks about winning. Fra repeatedly, Fra ersticht Wendy mit einem paar Sais mehrfach. God damn it, Englisch. Okay. Lily und Gabe rennen ineinander und entscheiden sich für einen Waffenstillstand für die Nacht. Tag Nummer 2. Tender sees smoke rising in the distance, but decides not to investigate. Yoshi and Anna split up to search for resources. Yogi discovers a river. Carl is unable to convince Fra to not kill him. Oh mein Gott, Fra hat gerade eine Killing Spree. Holy shit. Chris diverts Jacob's attention and runs away. Farron travels to higher ground. Brody dies from an infection. Okay. Gabe scares Piggy off. Silgar runs away from Lily. Ray sprains his ankle while running away from Kara. Chomper and Evo work together for the day. Es ist lustig, diese Stelle hier zu sehen mit Kara und Ray, wenn man weiß, wer die beiden sind. Crab discovers a cave. Hannah sees smoke rising in the distance, but decides not to investigate. Ist das nicht schon das zweite Mal? Nee, Tender war es das erste Mal, okay. Vier Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Catherine, Wendy, Carl und Brody. Nacht des zweiten Tages. Kara thinks about home. Piggy bleeds out due to untreated injuries. Und damit stirbt der Katzendistrikt. Sehr, sehr früh. Gabe, Yogi und Hannah start fighting, but Yogi runs away as Gabe kills Hannah. Oh wow, anscheinend war Schnarchnase gerade nicht aktiv und Gabe hat mal was gemacht in diesem Einzug. Ray receives a headshot from an unknown sponsor. Chris and Yoshi hold hands. Anna tends to her wounds. Lily looks at the night sky. Crab defeats Jacob in a fight but spares his life. Fra lets Silgar into his shelter. Evo and Chomper huddle for warmth. Farron and Tender run into each other and decide a truce for the night. Tag Nummer 3. Kara stalks Chomper. Yoshi goes hunting. Gabe fishes. Farron and Crab hunt for attributes. Ray collects fruit from a tree. Lily makes a slingshot. Tender explores the arena. Jacob overhears Yogi and Evo talking in the distance. Anna searches for firewood. Chris diverts Silgar's attention and runs away. And Fra constructs a shape. Kommt schon, Leute, töten! Zwei Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Für Piggy und Hannah. Ah, endlich ein Kampf. Jakob, Yogi und Silgar geraten in einen Kampf. Aber Yogi rennt davon, als Jakob Silgar tötet. Nein, Silgar! Ach Mann. Yogi ist schon wieder aus dem Dreierkampf abgehauen, nachdem der erste getötet wurde. Das zweite Mal jetzt schon. Lily, Ray and Farron cheerfully sing songs together. Gabe defeats Chris in a fight, but spares his life. Ja. Angegriffen, konnte es nicht beenden. Schnarchnase. Chris ist weggekommen. Yoshi, Kara and Fra cheerfully sing songs together. Evo and Crab tell stories about themselves to each other. Ich habe 5 Minuten gelebt. Ich bin ein Pokémon, das im Champion-Team gelandet ist. Anna severely slices Tender with a sword. Oh, Anna hat also doch Leaf Blade gelernt am Ende. Chomper starts a fire. Tag Nummer 4. Kara defeats Yogi in a fight, but spares his life. Lily, Gabe, Chomper and Yoshi hunt for the tributes. Jacob tries to sleep through the entire day. Farron travels to higher ground. Ray and Fra split up to search for resources. Crab thinks about home. Anna makes a slingshot. Chris runs away from Evo. Zwei Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Für Silgar und Tender. Farron tries to treat his infection. Fra poisons Kara's drink, but mistakes it for his own and dies. Nein, Fra! Du hattest so einen guten Moment. Warum hast du versucht, schlau zu sein?
Jakob thinks about home. Yoshi tends to Yogi's wounds. Gabe, Evo, Chomper, and Lily tell each other ghost stories to lighten the mood. Ray poisons Anna's drink, but mistakes it for his own and dies. Nein! Ray, warum? Er hat wahrscheinlich Frau gesehen und dachte sich, hey, das kann ich auch. Crab begs for Chris to kill him. He refuses, keeping Crab alive. Chomper is pricked by thorns while picking berries. Kara constructs... Ach ja, Tag 5. Kara constructs a shack. Yoshi taints Yogi's food, killing him! Wow. Also, mal kurz die Geschichte von Yogi zusammengefasst. Yogi kämpft in 2 Dreierkämpfen, flieht aus beiden Kämpfen, nachdem einer getötet wurde. Wird dann schwer verletzt von Gabe zurückgelassen. Yoshi kommt, behandelt ihn und vergiftet dann sein Essen, um ihn zu töten. Seine tragische Geschichte. Und Yoshi, du bist ein Arsch. Chris runs away from the corner. Genau, from the corner. Chris runs away from Farron. Crab thinks about home. Jacob ambushes Gabe and kills him. Oh, Jakob hat anscheinend gerade einen guten Moment erwischt, als Schnarchnase aktiv war, um Hornbohrer einzusetzen. Evo defeats Anna in a fight, but spares her life. Lily attempts to climb a tree, but falls to her death. Oh nein, Lily, du kannst doch gar nicht klettern, du hast keine Hände. 5 Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Für Fra, Ray, Yogi, Gabe und Lily. Oh nein, falsch. Zurück. Das war knapp. Okay. Nacht des 5. Tages. Chomper screams for help. Yoshi, Kara and Crab sleep in shifts. Evo receives a headshot from an unknown sponsor. Chris, Farron and Jacob get into a fight. Farron triumphantly kills them both. Ja, gut. Dass Farron die beiden killen kann, ist kein großes Wunder. Farron hat am längsten überlebt, war auf einem höheren Level als die beiden, hatte Discharge, also Ladungsstoß, weshalb er mehrere Gegner gleichzeitig treffen konnte. Also es macht schon Sinn, dass Farron diesen Kampf gewonnen hat gegen die beiden Wasser-Pokémon. Anna passes out from exhaustion. The feast! The cornucopia is replenished with food, supplies, weapons and memoirs from the tribute's families. Crab decides not to go to the feast. Kara decides not to go to the feast. Farron and Chomper get into a fight over raw meat, but Chomper gives up and retreats. Wow, Farron wollte wirklich dieses Fleisch und die anderen gehen auch alle nicht hin. Tag Nummer 6. Das sind im Übrigen unsere letzten 7. Wählt euren Favoriten. Chomper fishes. Kara constructs a shack. Anna makes a slingshot. Yoshi attacks Crab, but he manages to escape. Wie? Er konnte literally nur Härtner. Evo chases Farron. 2 Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören, für Chris und Jakob. Nacht des 6. Tages. Farron screams for help. Chomper and Anna hold hands. Yoshi stays awake all night. Kara receives medical supplies from an unknown sponsor. Crab receives medical supplies from an unknown sponsor. Evo cooks his food before putting his fire out. Tag Nummer 7. Evo receives a hatchet from an unknown sponsor. Crab discovers a cave. Yoshi receives a hatchet from an unknown sponsor. Farron makes a wooden spear. Anna attacks Kara, but she manages to escape. Chomper searches for a water source. Keine Toten. Nacht des 7. Tages. Chomper is unable to start a fire and sleeps without warmth. Farron and Yoshi tell stories about themselves to each other. Crab and Das ist tatsächlich sogar sehr lustig, dass Farron und Yoshi das machen, weil beide sind DMs in Pen and Paper Gruppen, in denen ich mitspiele. Die haben bestimmt ein paar lustige Geschichten über Savage Worlds, über How to be a Hero und allgemein über Pen Paper. Crab and Anna track down and kill Kara. Oh, Kara mit ihrem sehr hohen Angriffswert war wahrscheinlich langsam ein Dorn im Auge der beiden. Wir haben immer noch 2 Leute aus meinem Champion-Team. Evo receives an explosive from an unknown sponsor. Tag Nummer 8. Crab sees smoke rising in the distance, but decides not to investigate.
Farron questions Ascenti. Solltest du? Hast sehr viele Leute umgebracht. Evo und Chomper split up with Central Resources. Da, das ist gut. Die Champions arbeiten zusammen. Sehr schön. Mehr Teamwork, meine Herren. Anna cannot handle the circumstances and commits suicide. Oh, ja. Anna kann wahrscheinlich nicht glauben, dass sie Kara, ihren eigenen Teammate, gerade umgebracht hat. Sie wurde bestimmt von Feron dazu gezwungen. Und Yoshi discovers a cave. Zwei Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Für Kara und Anna. Feron, Chomper, Evo and Yoshi tell each other ghost stories to lighten the mood. Crab is awoken by nightmares. Sollte er auch, weil der Einzige ist, der nicht in dieser Allianz drin ist unter den letzten fünf. Tag Nummer 9. Chomper makes a wooden spear. Yoshi dies trying to escape the arena. Oh, Yoshi hatte anscheinend versucht, einen Weg herauszufinden. Ist dabei leider gestorben. Crab collects fruit from a tree. Farron chases Evo. Ein Kanonenschuss ist in der Ferne zu hören. Für Yoshi. Nacht des 9. Tages. Evo dies from hypothermia. Ja gut, ne? Global warming. Chomper starts a fire. Crab passes out from exhaustion. Farron thinks about winning. Tag Nummer 10. Chomper, Farron and Crab start fighting. But Farron runs away as Chomper kills Crab. Oh mein Gott, es gab einen großen Dreierkampf der finalen drei, aber dann ist Feron abgehauen, als Chomper Crab getötet hat. Zwei Kanonenschüsse sind in der Ferne zu hören. Für Evo und für Crab. Es ist soweit. Der finale Kampf. Wer wird gewinnen? Feron das Gardevoir oder Chomper das Libeltra? Schauen wir rein. Feron convinces Chomper to not kill him, only to kill him instead. Und damit gewinnt der Psychopath, das Genie, Feron aus District 12, mit 3 Kills. Und mit 3 Kills war er auch der absolute Top-Mörder diese Runde. Alles klar. War eine interessante Runde. Ich fand's schön. Gehen wir mal kurz weiter. Ja, hier haben wir nochmal die Runden. Hier haben wir nochmal alles zusammen. District 11 war der letzte. Das waren die Katzen. Pichi und Catherine. So, Karl hat einen Kill, Crab hat einen Kill, Yogi hat einen Kill, Brody hat einen, Tender hat einen, Gabe hat einen, Yoshi hat einen, Chomper hat einen, Fra hatte 2, Jakob hatte 2, Anna hatte 2 und Feron hat 3 Kills und gewonnen. Damit joint Feron das Gardevoir nun Ray Spaghetti in die Champion-Runde für All That Remains Season 1. Und Vegeta joint Dom in die Losers Round vom Ende für Season 1. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hatte auf jeden Fall welchen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen, euer Pyrus, euer Max. Ach ja, bevor ich es vergesse. In der letzten Episode habe ich aus Versehen mein altes Outro genommen. Das liegt einfach an der Gewohnheit, weil sich Herr Pastor wesentlich besser aussprechen lässt als Pyrus im Deutschen. Den Namen Pyrus habe ich mir genommen für die englische Community. Ich hoffe, das ist kein Problem für die Leute, die mich nur unter Pastor kennen. Darum, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Pyrus, euer Max.